Die Kälte ist eingekehrt, der Winter steht vor der Tür. Und damit rückt auch die besinnliche Zeit immer näher. Für die Cottbusserinnen und Cottbusser hat das Warten bald ein Ende. Der Glühwein kann gemeinsam auf dem Cottbusser Weihnachtsmarkt genossen werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Buden werden aufgestellt. Und der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt erstrahlt wieder in altbekannter Schönheit. Doch nicht nur Altbewährtes soll die Besucherinnen und Besucher begeistern. Auch einige Neuerungen laden zum Entdecken ein. Also neu sind zum Beispiel, dass wir für Vereine 2 kostenfreie Hütten bereitgestellt haben, damit einfach Vereine auch auf dem Weihnachtsmarkt die Gelegenheit haben, sich zu präsentieren, vielleicht sogar neue Mitglieder zu akquirieren. Der Weihnachtsmarkt eröffnet am 25. November um 15 Uhr mit dem traditionellen Stollenanschnitt und bleibt bis zum 28. Dezember geöffnet. Wer spontan noch einen Weihnachtsbaum benötigt, kann diesen am Abend des 23. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt mitnehmen. Einzig, ein Seitenschneider wird benötigt, um den Traumbaum für das Wohnzimmer vorzubereiten. Für Besucherinnen und Besucher ist bestens gesorgt. Auch Energie Cottbus präsentiert sich mit einem eigenen Stand, der erkundet werden kann. Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder einige Highlights geben. Also ein kleines Highlight in diesem Jahr ist unser neuer Markt der schönen Dinge. Der wird an der Synagoge stattfinden. Am 3. Advent, Samstag und Sonntag, haben wir schöne Kunsthandwerker gefunden, die einfach ihre Produkte vorstellen und in der Hoffnung, die Leute kaufen dort etwas. Ansonsten haben wir auf dem Weihnachtsmarkt 2 Märchenhütten versteckt. Mal schauen, ob der eine oder andere Besucher sie auch findet. Wer nach dem Weihnachtsmarkt noch Lust auf mehr hat, kann im Winterwald weiterfeiern und den ein oder anderen Glühwein genießen. Wir haben wirklich viele Ecken auch eingerichtet, wo man sich begegnen kann, wo man auch mal seine Ruhe hat beim Glühwein trinken. Es ist halt Open Air, das ist das Tolle. Man kann dann Zeit verbringen. Wundert sich vielleicht manchmal auch, dass schon 1, 2, 3 Stunden vergangen sind, die dann sehr kurzweilig sind. Und dazu kommt ja auch, dass wir die Elfenwerkstatt noch mit dabei haben, wo es dann alles, was das Weihnachtsdeko-Herz begehrt, dort zu haben ist. Schwibbögen, Räuchermännchen, Nussknacker und ähnliches. Und dadurch lohnt es sich eben auch, da mal durchzulaufen und Dinge zu entdecken. Für weihnachtliches Flair ist auf jeden Fall gesorgt. Und mit etwas Glück fällt bis dahin vielleicht sogar die ein oder andere Schneeflocke.